Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich grüße euch zur neuen Tagesbotschaft, in der wir wieder schauen möchten, welche Energien heute wichtig werden. Ihr bedenkt bitte, es ist immer eine allgemeine Legung. Das heißt, die Energien können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. Ich beginne mit dem Before Tarot und wir schauen, welche Karten heute wichtig werden. Da zeigen sich ja schon einmal die 5 der Kelche, dann aber auch zeitgleich die 6 der Stäbe. Das Ass der Kelche, an der Unterseite die Welt. Okay, ihr Lieben, also was mir erstmal auffällt, ist, sind ja die Karten aus dem Before Tarot. Und das Before Tarot ist ja immer, was kommt davor, beziehungsweise wo ist man gerade so in einer anfänglichen Energie. Und was mir hier sofort auffällt, ist, dass du in der Liebe oder in einer Angelegenheit in der Liebe oder dann in einer Herzensangelegenheit oder in einer zwischenmenschlichen Verbindung, also irgendetwas, ja, wo es schon um etwas Ernsteres geht, um etwas Langfristiges geht, das muss jetzt, wie gesagt, nicht zwangsläufig die Liebe sein, es kann auch berufliche Projekte, Ideen, Selbstständigkeit, Berufswechsel, also irgendwie etwas, was hier an sich unter der Energie eines Neubeginns steht, und was dir auch jetzt aber schon irgendwo wichtig ist oder dich emotional zumindest irgendwo bewegt oder berührt, da ist es interessant, dass du auf der einen Seite mit einer Enttäuschung rechnest oder gerade einen kleinen Rückschlag erlebt hast und auf der anderen Seite aber auch mit der Energie des Sieges. Ne? Also das ist irgendwo, ist gerade so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite denkst du dir, naja, wer weiß, ob das funktioniert oder wie gesagt, es ist nur ein kleiner Rückschlag. Und auf der anderen Seite rechnest du aber auch mit positivem Wandel, mit Siegesnachrichten, mit etwas Langfristigen, etwas Erfolgreichen. Also du bist hier, wie gesagt, so ein bisschen hin und her gerissen. Deswegen lasse ich auch gleich mal noch Klärungsenergien springen. Eine Klärungsenergie für die 5 der Kelche, der König der Schwerter. Eine Klärungsenergie für die 6 der Stäbe, der Ritter der Stäbe. Eine Klärungsenergie, da haben wir sie schon. Die 8 der Kelche und an der Unterseite haben wir hier die 6 der Schwerter. Ja, hier erreicht man irgendwie in einer Angelegenheit eben eine neue Stufe. Es könnte hier mit einem König der Stäbe oder einem Ritter der Stäbe zu tun haben. König der Schwerter und Ritter der Stäbe, entschuldigt. Der König der Schwerter ist eine Waage, Zwillinge, Wassermann-Energie. Der Ritter der Stäbe ist Löwe, Widder, Schütze. Bitte nicht an den Zeichen so festhalten. Es geht hier schon um eine sehr durchdachte Energie und vielleicht hast du hier oder es kommt heute irgendwie in der Kommunikation oder mit einem Gegenüber, der vielleicht etwas kühler war oder etwas klarer, distanzierter, analytischer war, hast du irgendeine kleine Enttäuschung. Das ist erstmal keine große. Es ist irgendetwas, wo du so das Gefühl hast, das ist irgendwie gerade doch nicht so schön oder es kommt heute oder ihr wisst, Zeit ist fließend. Auf jeden Fall ist irgendwo ein kleiner Rückschlag passiert. Und du hast hier, es geht um den Abschluss und gleichzeitig um den Neubeginn einer Situation oder einer Etappe oder einer, wie soll ich das sagen? Man ist so wie in so einem Übergang, so nehme ich das wahr. Ne? Man ist noch nicht ganz aus dem Alten raus, aber auch noch nicht ganz im Neuen drin. Das ist alles noch so, man kann das noch nicht abwägen. Und da ist es jetzt völlig egal, in welchem Lebensbereich das ist. Auf jeden Fall ist es so, dass du zumindest versuchst, es laufen zu lassen. Also du begibst dich hier nicht wieder in irgendwelche Abhängigkeiten, sondern du bist eigentlich eher in dieser Energie, dass du sagst, ja, mal schauen, wo es hingeht und egal was kommt, ich kann damit umgehen. Es ist für mich auch frei von dem Thema Abhängigkeiten, Kontrollsucht. Also ich nehme das hier schon so wahr, dass du irgendwie alte Verhaltensweisen ziemlich abgearbeitet hast. Also hier geht es um eine ziemliche Weiterentwicklung. Du weißt, wie gesagt, und das ist interessant, wir haben die 8 der Kelche. Das ist etwas, man verlässt freiwillig eine Situation und bewegt sich auf Neuland zu. Und die 6 der Schwerter ist eine ähnliche Energie. Es könnte auch für einen Umzug stehen, na, vielleicht geht es auch um häusliche Entscheidungen bei dir oder um eine Reise. Aber
Es steht für eine Energie, in der man sagt, ich verlasse ein altes Ufer, gehe auf ein neues zu, befinde mich aber noch so auf dem Wasser und kann eben nicht abschätzen, was bringt mir das Neue. Und dennoch, was die beiden Karten verbindet, ist die Zuversicht, dass es gut wird oder dass es zumindest an dem neuen Platz besser ist als in der Vergangenheit. Das verbindet diese beiden Karten. Wir schauen mal, eine Klärungsenergie für die fünf. Ja, die zwei der Münzen. Hier schwankt halt jemand, ne? Oder du schwankst selber in einer Angelegenheit. Eine Klärungsenergie für die sechs der Stäbe und den Ritter der Stäbe. Eine. Ja, die neun der Münzen. Eine Klärungsenergie für das Ass der Kelche und die acht der Kelche. Eine Klärungsenergie für das Ass der Kelche und die acht der Kelche. Ja, das waren jetzt so viele. Dann nehmen wir die zwei, die zuerst gefallen sind. Die Königin der Schwerter, der Gehängte und an der Unterseite die Königin der Münzen. Und das ist aber genau das, was ich sagte. Egal um welche kleinen Rückschläge oder Einbußen oder wie auch immer es hier geht, das haut dich nicht um. Also du bist hier gut in deinem Wert. Es kann sein, dass hier eine Person schwankt in deine Richtung oder ein Projekt sich vielleicht nicht ganz so entwickelt oder mit kleinen Anfangsschwierigkeiten ist oder auch eine zwischenmenschliche Verbindung. Du weißt für dich, egal wo sich eine Situation hinbewegt, du bist in deinem Wert angekommen. Ne? Also du machst es hier nicht mehr abhängig von äußeren Faktoren. Und es geht hier um das Thema Unabhängigkeit im finanziellen Bereich, in deinem Selbstwertbereich. Es ist natürlich auch das Thema des Single-Daseins. Also wenn es hier um Liebesangelegenheiten geht und es geht vielleicht darum, dass hier ein Mensch sich führt oder gegen dich entscheidet oder eben noch nicht weiß, wo das Ganze hingeht. Dir, ich will nicht sagen, dir ist das egal. Egal ist es dir nicht, weil du bist ja hier schon irgendwo mit dem Gefühl involviert. Aber du machst jetzt deine Zukunft oder dein Leben oder deinen Selbstwert nicht mehr davon abhängig, wie sich ein anderer entscheidet oder wie sich eine Situation entwickelt. Ja? Du machst dein Ding und du wartest auch ab. Also du bist jetzt ja auch nicht ungeduldig und denkst dir, ach naja, wenn das bis morgen nicht klappt, dann soll das eben nicht sein. Ich nehme das hier so wahr, dass du wirklich etwas laufen lässt. Du lässt es einfach laufen. Ne? Und das ist hier natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Energie. Ne? Man kann nun mal auch Dinge nicht immer unter Druck erreichen. Und du bist jetzt hier in so einem Vertrauen. Ne? Also so nehme ich das irgendwie wahr. Du weißt, wie gesagt, nicht, was bringt das Neue, aber du hast ein Vertrauen und du sagst ja, selbst wenn das jetzt vielleicht nicht so klappt, wie du dir das vielleicht gewünscht hast oder wie es in deiner Vorstellung war, dann tut sich definitiv auch was Neues auf. Ne? Also du bist jetzt hier nicht mehr abhängig davon, wie gesagt, wie sich jemand oder etwas oder so entwickelt oder sich für oder gegen dich entscheidet. So, welches Krafttier ist denn heute an eurer Seite? So, bin gespannt. Der Hirsch, die Öffnung. Vertraue deiner feinfühligen, sensitiven, hellsichtigen Eingebung. Ein neuer Entwicklungsschritt steht bevor. Das haben wir hier genau auch mit den acht der Kelche und den sechs der Schwerter. Und an der Unterseite, guckt mal, haben wir hier die Robbe. Selbstvertrauen und Erlösung. Öffne dich für die Tiefe deiner Gefühlswelt. Nimm dir Zeit für dich und beachte deine ureigenen Bedürfnisse. Und das ist nämlich genau das. Ne? Also wir haben hier die Königin der Münzen, wir haben die Neun der Münzen, wir haben die Königin der Schwerter. Das sind aber alles wirklich die extrem reife Form der Königin aus dem Elfter-Tarot. Ne? Also du bist ja wirklich, so nehme ich dich wahr, doch schon in einem ganz guten Ausgleich oder zumindest ganz weit von dem, wo du vielleicht noch mal vor ein paar Monaten oder Wochen oder Jahren warst. Ne? Es könnte auch sein, dass du in einer Angelegenheit, wenn es jetzt alles mit dem nichts zu tun hatte, was ich gerade erwähnte, kann es auch sein, dass es hier irgendwie um Entscheidungen geht. Das ist für mich so eine Energie, wenn es vielleicht um behördliche oder in irgendeiner Angelegenheit, dass du mit Rückschritten dass, wie gesagt, etwas sich nicht ganz so entwickelte, dass du kleine Enttäuschungen erlebt hast und dass es aber jetzt so ist, dass du hier für irgendetwas eine Lösung findest. Ne? Also Glück im Unglück ist so nicht ganz der richtige Ausdruck, aber hier verbindet sich irgendwie etwas, was nicht ganz so lief, dann doch mit einer relativ guten Wendung. Zwar nicht das, was du dir vorgestellt hast, aber irgendwie noch so, ja, so ein bisschen besser als
es ursprünglich war. Also irgendetwas geht in die Verbesserung, auch wenn es nicht das Nonplusultra ist, was du dir mal erhofft hattest, ne? Das wäre auch noch eine Deutungsmöglichkeit, dass, was weiß ich, man bekommt vielleicht irgendwie eine doofe Nachricht und gleich im Anschluss kriegt man aber eine Lösung dafür oder so, ne? Also irgendwie ist etwas am Anfang oder doch nicht so schlimm, wie es vielleicht am Anfang schien oder so, so problembehaftet, wie es zu Anfang schien, ne? Also man bekommt ja auch gleich irgendwie eine Lösung oder eine Unterstützung dazu oder wie auch immer. Ja, ihr Lieben. Okay, ja, das war erstmal die heutige Tagesbotschaft. Ich wünsche euch von Herzen einen zauberhaften Tag. Bleibt mir alles schön gesund und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.